Okay, bin in der Lobby von Mello. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Lügen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Das hört ja eigentlich selber zu. Was war das? Hallo? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sehe mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Plan, Demir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Ich scanne das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was für Dampf ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Demir, es ist vorbei. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Den Befehl. Hey, komm, Mann. Sag doch. Ich weiß nicht. Du weißt es nicht. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag dir. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind, das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach Mann, auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich hab Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man nicht vergessen. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Einen Namen? Töte mich doch! Hallihallo und herzlich willkommen
zu Watch Dogs. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind jetzt hier vor Maurice. Das ist zwar jetzt keine beste Position, um Hallihallo und schöne Grüße zu sagen, aber kann ich jetzt auch gegen nichts machen. Wir sind nämlich dabei, jetzt den Maurice zu erschießen. So wie der da unten hockt, tut der mir sogar ein bisschen leid, aber er wurde beauftragt, unserer Familie weh zu tun. Und das geht natürlich nicht. Die trauen sich halt nicht an uns heran, ne? Und dann denken die, ja, greifen wir die Familie an. So viel ich jetzt, ne, da herausgehört habe. Und das geht natürlich nicht. Ob Maurice das jetzt wirklich vorhatte oder ob es getan hat, weiß ich gar nicht. Das müssen wir noch gucken. So, Maurice. Ich will dich gar nicht erschießen. Ich gebe ihm nur einen Streifschuss, okay? Erschießen Sie Maurice. Denn ich kann hier nicht. Geht nicht. Geht nicht. Ich schieße gerade. Klappt aber nicht. Ich kann nirgendwo anders hinschießen. Wir müssen wirklich ihn abschießen. Aber ich versuche nur einen Streifschuss zu geben. Hier am Bein. Ein bisschen Einschüchterungstaktik. So. Erinnerst du dich jetzt? Das geht natürlich nicht aus dem Hinterhalt. Das sind Feige. Erst wollen sie an der Familie ran und jetzt wollen sie noch aus dem Hinterhalt angreifen. Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. So, auf Maurice Handy nach Informationen suchen. Ja. Die anderen haben sicher schon von Watch Dogs gehört oder auch schon von Watch Dogs 2. Das hier ist eine kleine Vorbereitung darauf. Denn ich möchte ja gerne in diesem Fall jetzt den ersten Teil erstmal mit euch zusammenzocken. Und ja, das wird hoffentlich eine Menge Spaß machen. Ja, wir können Dinge hacken, wie beispielsweise jetzt das Handy, was da unten liegt. Ja, oder da hinten den Getränkeautomat, den können wir auch hacken. Ne? Wer bezahlt denn dafür Getränke, wenn man es hacken kann? So, das machen wir jetzt. Oha. Dieser Typ. Was soll ich nur tun? Er macht immer weiter. Ich muss echt weiter. Moment mal. Wir sind Aiden Pierce, soviel ich weiß. Soviel ich weiß, sind wir Aiden Pierce. Und er hat unsere Nichte getötet? Aber er ist ja jetzt nicht tot, ne? Er ist nur bewusstlos, oder? Ich weiß es gar nicht. Der liegt da so, als wäre er tot. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber ich denke mal nicht, dass der jetzt durch den Schlagstock umgekommen ist. Aber dann bist du aber ganz schön, ja, du lässt Gnade walten anscheinend. Gut, jetzt wo wir gerade dabei sind, machen wir jetzt auch mal Getränkeautomatiken. Ich hab mal Durst, ja. Nur toll, kann ich nicht trinken, kann ich einfach nur fallen lassen. Aber da kommt mir direkt der Gedanke auf, falls irgendwelche bösen Buben vor mir sind oder irgendwelche dich ablenken muss, kann ich das benutzen zum Ablenken. So, ich laufe mal ein bisschen schneller hier rum. Wir sammeln mal eben Sachen ein, falls hier welche sind. Ich habe keine Ahnung. So, hier ist irgendwas zum Öffnen. Geld! Ja, kann man immer mal gebrauchen. Gut, dann... Ah, da ist noch was. Chemische Komponente. Ja, lecker. Keine Ahnung, was wir damit machen können. Kein Plan. Mal gucken. So, Medizin haben wir hier auch noch. Da kann ich mir schon vorstellen, was wir damit machen können. Ja. Mal schauen, ne? So. Oh, hier liegen aber auch schon ein paar. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße! Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Shorty. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss.
komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen hab? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst? Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, ba, 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 ba. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die hab ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Chicago Police! Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich! Drücken Sie C, um in Deckung zu gehen. Alles klar? An der Polizei vorbeischleichen. Drücken Sie V oder bewegen Sie WASD, in Deckung, die Deckung zu verlassen. Ah, wir können aber auch, glaube ich. So, der Aiden Pierce, also unser Charakter, der sagt Bullen, deswegen darf ich jetzt auch Bullen sagen. So, und da hinten sind jetzt Bullen. Wir müssen an die vorbei. Und unser Kollege, warte mal ganz kurz, wo ist der hin? Oh, der räumt hier anscheinend noch ein bisschen auf oder so. Soll er machen? Ich dachte gerade, ich habe da hinten was gesehen. So, dann gehen wir weiter. Ich möchte ganz gerne hier, so, genau, wir machen Step by Step. Wir gehen weiter. Schön hier einen auf Schleich machen. Ich sehe ja gar nichts. Kann ich die Lampe hacken? Die blendet. Warte mal, ich gehe mal rüber. Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Wir müssen jetzt an die vorbei erreichen. Waffen haben wir nicht und ich möchte jetzt auch Warum nicht unbedingt Bullen erschießen. Das Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen. Wollen Sie es den anderen versauen? Deckung. Oh, Ballwurfmaschine. Ah, ablenken. Oh, der kommt hin. Der kommt hier hin. Hier, warum geht das nicht? Ey, wir müssen hier schnell weg. Der wäre fast um die Decke, um die Ecke gegangen. Nach oben müssen wir, okay. Was anlocken? Okay. Ach, das ist ein Handy, okay. Boah, das hat gerade noch so funktioniert. Das war knapp. Der wollte gerade um die Ecke. Ah, jetzt geht er da hinten hin. Ah, jetzt geht er zum Handy. Der hat das auch gehört. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. So, können wir jetzt laufen? Warum redet denn da jetzt wer Englisch? Ach so, wegen dem Stadion. Okay, ja, da wird natürlich Englisch gesprochen. Ja, damit mehrere verstehen. Okay. Tippen Sie Y, um den Profiler zu aktivieren. Ja. Wo ist das Radio? Oder ist das die Durchsage? Ich glaube, das ist die Durchsage. Die können wir nicht abstellen. Okay, Profiler. Der Profiler zeigt die Datenflusslinien von Objekten. Warum ist eine Kamera? Ah. Hacken Sie die Kamera. Mithilfe von Kameras können Sie unzugängliche Orte erreichen. Fernzugriff aktivieren. Yeah, jetzt können wir durch dem Handy gucken. Hier, da unten stehen wir und wir gucken gerade durch dem Handy. Geil. Und unsere Gesichtserkennung tut fehlschlagen. Yeah. So, wir gucken gerade übers Handy, was die Kamera macht. Also, wir bewegen die Kamera. So, folgen Sie den Datenflusslinien bis zu Ihrer Quelle. Ach, da sind die Datenflusslinien. Ah, hierhin. Ja, ich muss mal eben einen Kamerawechsel machen, sonst sehe ich nichts mehr. Da, ah, das ist cool. Mit Datenflusslinien. Oh, da unten sind welche. Bullen, Corporal bei der Polizei. Okay, ich komm hoch. Besitzt mehrere Katzen, okay. Mach mal Halblang, Speedy. Wir bekommen Schlafmittel verschrieben. Pass auf, dass wir keine Überraschung erleben. Ja, okay, gehen wir darüber. Ich verstehe sowieso nicht viel gerade. Die quatschen nur miteinander. Und riegeln sie die Tür. Ah, dahin. Ah, ja. Damit machen wir jetzt die Tür auf da hinten, wo wir stehen. Alles klar. Erreichen sie die obere Etage. Gut. Escape beenden. Jetzt haben wir die Tür hier aufgemacht. Ach, wie geil ist das denn? Oh Mann, das finde ich ja jetzt schon mega. So, jetzt können wir wieder Kameras hacken, aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt müssen, oder? So. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. Ha, er wird sich nicht wegbewegen, es sei denn, wir bringen ihn dazu. Benutzen Sie einen Köder, um den Polizisten abzulenken. Drücken Sie in der Nähe von Herstellungskomponenten
E, um sie aufzuheben. Ach da, elektronische Teile. Okay, wir haben jetzt elektronische Teile bekommen. Um das Waffenrad zu öffnen. Okay. Benutzen Sie die Maus, um das da auszuwählen. Ich weiß nicht, was es ist. Ah, Köder. Okay, Köder auszuwählen. Drücken Sie E, um das Objekt herzustellen. Ach, und da steht, was für Ressourcen wir brauchen zum Craften. Ah, wie cool. Okay, zack. Lassen Sie Tab los, um Waffenrad zu schließen. Alles klar. Halten Sie G gedrückt, um einen Wurf vorzubereiten. Aha, das ist nice. Werfen Sie den Köder in das angezeigte Zielgebiet. Okay, los. Hä? Achso, halten Sie Q, um das geworfene Köder zu hacken. Ja, das ist irgendwas Mechanisches, was Geräusche abgeht, denke ich mir mal. Ja. Läuft der jetzt hin, ne? Okay, erreichen Sie die oberste Etage. Jetzt wird's interessant. Da steht er. Okay. Schnell zur Treppe. Oder hätte ich links lang gemusst? Ist egal, ne? Ist egal, okay. Ja, wir sind oben. Alles klar, und hier ist auch keiner mehr, ne? Okay. Super. Muss ich jetzt dagegen drücken? Was soll ich jetzt machen? Ah! Ja, kommen Sie her. Scheiße, Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Ey, Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Ich will den da mal anvisieren. Mitglied der Black. Ist ja nicht illegal, der ist in irgendeiner Gang. So, oh, ich muss hier weg. Ich muss hier weg, um die Ecke. Da hinten müssen wir hin, okay. Okay, die verhaften gerade irgendjemanden. Das soll mir egal sein. Sollen sie den doch verhaften, wenn er schuldig ist. Ich habe gerade eigene Probleme. Ey, kann ich hier den Geldautomat hacken? Nee, die sind zu heftig, oder? Ich weiß es gar nicht. Wird auf jeden Fall nichts angezeigt. Wow, das ist das Stadion. Cool. Die Polizei will den ganzen Komplex abregeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter einer dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Okay, erreichen Sie die oberste... Sie sicher auch nicht weit. Den Wachmann mit dem Zugangscode finden und hacken. Hält separates Sparkonto vor der Familie geheim. Nee, 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 du Schlingel. Hey, der sieht aus wie der eine. Ach so, das sind die beiden, die da weitergelaufen sind, oder was? Legastheniker. Ach, wie schön, dass man dieses Wort nicht kennt. So. Wie cool. Okay, aber wir haben keine Zeit, das Spiel zu schauen. Ach, da haben wir eine Kamera, okay. So, wir müssen den Strom jetzt ausschalten. Ja, das kann ja was werden, aber irgendjemand hat den Zugangscode und ich muss herausfinden, wer. Okay, da ist noch eine Kamera. Geschwisterteil arbeitet bei der Polizei. Security-Freigabe. Im Stadion. Der hat die Freigabe im Stadion. Okay, hacken. Wir haben jetzt den Code von ihm bekommen, den Zugangscode. Also den haben wir, glaube ich, aus seinem Handy gehackt. Hey, gib mir Barry. Dann sag ihm, er soll mich zurückrufen. Es ist ein Notfall. Oder? Also, wie schlimm ist es da unten? Wir wissen es noch nicht. Aber es ist ein okay, Tag. Gut. Passt erstmal so. Und jetzt müssen wir... Ach, da hinten müssen wir was hacken. Ja, einen Moment. Ist, kann ich machen. Ist kein Problem. Da oben war doch gerade auch eine Kamera, oder? Anscheinend nicht. Ah, da. Okay, Zugangscode haben wir. Jetzt wird gehackt. Ah, okay.